Eine besonders hochkarätige Veranstaltung fand anlässlich des Gedenkjahres 100 Jahre Republik Österreich statt. Auf Einladung des Renner-Instituts Steiermark war der ehemalige Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zu Gast. Am Programm stand ein Festvortrag von Altpräsident Fischer sowie eine Diskussionsrunde mit Frau Prof. Ilse Reiter-Zartlokal und Hannes Schwarz über die bewegte Geschichte Österreichs. Das Renner-Institut Steiermark und die SPÖ Obersteiermark West luden anlässlich 100 Jahre Republik Österreich zu einer Festveranstaltung nach Spielberg. Rund 250 Besucher und Besucherinnen aus der gesamten Steiermark folgten dieser Einladung. Vorgetragen wurde ein Festvortrag vom ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, der als Vorsitzender des Beirates für das Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 eine bewegende Rede über die Umstände, die zur Gründung der Republik am 12. November 1918 führten, hielt. Es gibt die intensive Diskussion über die simple Frage: Lernen die Menschen was aus der Geschichte oder nicht? Da gibt es diejenigen, die sagen, natürlich lernen die Menschen was aus der Geschichte. Dann gibt es diejenigen, die sagen, die Leute haben noch nie was aus der Geschichte gelernt. Dann gibt es einen dritten Standpunkt, den eine berühmte österreichische Schriftstellerin eingenommen hat, die Ingeborg Bachmann, die gesagt hat, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler. Und ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, wir können gar nicht anders, als aus der Geschichte zu lernen. Und das ist etwas sehr Natürliches. Jemand, der gerne in die Berge geht, hat bei der 10. Bergtour, die er macht, aus den 9 Vorangegangenen viel gelernt. Und jemand, der ein Architekt ist und der schon 10 Häuser oder Bauwerke hinter sich gebracht hat, der hat was gelernt und kann das beim 11. verwenden. Und jetzt könnte ich viele solche Beispiele nennen. Und ein Mensch, der zum Beispiel die Erste Republik erlebt hat, so wie meine Großeltern und zum Teil auch mein Vater, die haben natürlich was gelernt aus dieser Zeit. Und wenn man beobachtet oder liest in Büchern oder sich erzählen lässt, wie das der Renner und der Fiegel und der Scherf und der Kunczak und der Körner und andere im Jahr 1945 gemacht haben, nach der Nazi-Diktatur, nach dem Krieg, auch aus der schon länger Zeit zurückliegenden Diktatur des Ständestaates, wie viel die daraus gelernt haben und wie viel die dann besser gemacht haben beim Aufbau der Zweiten Republik, als das in der Ersten Republik der Fall war, dann sieht man schon, dass wir aus der Geschichte lernen. Sowohl das Individuum als auch ein Kollektiv, eine politische Gesinnungsgemeinschaft oder ein Land als Ganzes. Im Anschluss daran diskutierten unter anderem Universitätsprofessorin Ilse Reiter-Zartlokal und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz mit dem ehemaligen Präsidenten Heinz Fischer einschneidende und auch tragische Ereignisse der 100-jährigen Geschichte der Republik Österreich und was wir daraus lernen können.